Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Beautiful Code in Python. Und nachdem wir in den letzten Tagen uns ja mit der Schachprogrammierung in den Videos auseinandergesetzt haben und das ja wirklich harter Tobak ist, dachte ich mir, vielleicht mal ein kleines kurzes Video zwischendurch reinschieben, das dann deutlich übersichtlicher und einfacher ist, als nun unbedingt ein Schachprogramm zu entwickeln. Und das ist dieses Thema hier. Hier möchte ich ganz gerne einfach mir ein paar WhatsApp oder eine WhatsApp-Nachricht generieren und mir selbst zuschicken. Und zwar mit den aktuellen Inzidenzwerten der 7-Tage-Inzidenz von bestimmten Orten. Weil ich einfach festgestellt habe, dass ich sowieso jeden Tag mir diese Inzidenzwerte anschaue, insbesondere für meinen Sohn, der noch zur Schule geht. Und da muss man dann immer gucken, muss er jetzt eigentlich hin oder nicht. Das wechselt hier andauernd. Und da habe ich mir gedacht, wozu kannst du eigentlich programmieren? Warum immer auf den Webseiten da sich da zusammenzuklicken, bis man die Orte, die man im Fokus hat, dann abgefragt hat? Und was macht dieses Programm? Ich starte das einfach mal. Das ist übrigens das komplette Programm, ne? In ungefähr 13 Zeilen, wenn man mal die Leerzeilen rausschmeißen würde, also sehr übersichtlich. Und wenn man das startet, und dazu habe ich hier unten rechts mein iPhone mal eingeblendet. Und ich starte jetzt mal dieses Programm. Und das fragt halt zu vier Orten die Inzidenzwerte ab. Und dann kriege ich hier eine WhatsApp eingeblendet mit dem aktuellen Stand. Und da sieht man eben hier, dass ich hier Flensburg, Nordfriesland, Region Hannover und Celle abgefragt habe. Kann man hier aber einstellen in den entsprechenden URLs. Ja, und ohne weitere Vorrede gucken wir uns mal an, wie wir das jetzt komplett programmieren. Ja, und wie immer an dieser Stelle löschen wir erstmal alles raus, sodass wir eine komplett leere Datei haben. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wo kriegen wir eigentlich die Daten her? So, und die Daten bekommen wir über folgende Webseite. Die habe ich auch unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Das ist sicherlich nicht die einzige Webseite, aber die fand ich ganz nett. Die bietet nämlich die Möglichkeit, bestimmte Datenfelder abzufragen und zu sagen, aus welchen Orten möchte man diese Datenfelder haben. Und das Ergebnis dieser Definition, was man eigentlich haben möchte, taucht hier dann in so einer Abfrage-URL auf. Und diese Abfrage-URL benutzen wir einfach, um die Daten dann entsprechend in unserem Python-Programm abzufragen. So, und wenn ihr dem Link folgt, der in der Videobeschreibung steht, dann landet ihr auf dieser Seite. Und das ist ein bisschen nervig. Man braucht hier, also es gibt unheimlich viele Datenfelder, die angezeigt werden können oder übertragen werden können. Ich brauche aber nur die Bezeichnung des Landkreises, das ist dieses Gen. Und dann brauche ich eigentlich auch nur das Datum der letzten Datenaktualisierung und dann den Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner. Und mehr brauche ich nicht. Das müsst ihr dann alles ausklicken, das habe ich hier schon mal vorbereitet. Und das Zweite, was man machen sollte, ist hier bei den Ausgabeoptionen, das ist hier so ein Aufklappfeld. Bei den Ausgabeoptionen solltet ihr die Rückgabegeometrie auf False stellen, weil ansonsten kriegt ihr eine unheimlich große Datensammlung, die komplett die Koordinaten der Landkreisgrenzen enthält als Geokoordinaten. Wenn man das braucht, dann sollte man das auf True stehen lassen, aber ich brauche das nicht. Und was man auch hier ausblenden sollte, Ausgaberaumbezug, einfach das Ding hier löschen und mehr braucht man, glaube ich, nicht zu machen. So, und jedes Mal, wenn man das hier anpasst, wird eben hier dynamisch diese Abfrage-URL angepasst. Und wenn ich das jetzt so ausführen würde, würde ich für alle Orte in Deutschland diese Werte bekommen. Ich will aber gar nicht alle Orte haben, deswegen gebe ich hier einen Filter ein. Das ist ein bisschen seltsam gelöst. Hier drückt man dann auf Plus. Soweit fand ich das noch ganz okay. Und dann sagt man hier Attribut, nehmen wir mal Gen. Und da gebe ich jetzt mal ein Region Hannover. Groß-Klein spielt keine Rolle bei der ganzen Geschichte und man muss dann Enter drücken. Das war der Kasus Knactus, bei allen anderen Sachen eben nicht, aber hier muss man Enter drücken, damit das dann oben in unserer Abfrage-URL übernommen wird und hier taucht jetzt hier irgendwie Region Hannover schon mal auf. Und dann möchte ich eben einen zweiten Ort abfragen, dann gehe ich hier auf Plus und sage auf Verknüpfung OR, also entweder ist es Region Hannover oder es ist Gen. Flensburg. Und auch da wieder Enter, sonst wird es nicht übernommen oben in diese Abfrage-URL. Und wenn man das hinterlegt hat, dann kann man sich, und natürlich kann man jetzt hier beliebig viele Orte abfragen. Ich könnte jetzt hier auch einen dritten und vierten und fünften Ort und was auch immer ihr da haben wollt, tippt das dann entsprechend ein. Und dann habt ihr eure Abfrage-URL und diese URL, die kopieren wir hier mit dem Button in die Zwischenablage.
gehen zurück zu unserem Visual Studio Code und hinterlegen hier eine globale Variable mit genau diesem Wert. Das ist unsere Abfrage-URL. Das ist schon mal die halbe Miete und die nächste Frage ist dann, ja, wie kriege ich denn Daten von dieser URL? Dazu benutzen wir unsere Standardbibliotheken Import Requests. Also immer dann, wenn man Daten aus dem Internet abfragen möchte über eine API, das ist ja ein Application Programming Interface, was wir hier benutzen, dann benutzt man Requests und fragt Daten ab mit Get. Daten senden würde man mit, ich glaube, Send. Aber Get holt Daten ab und dazu brauchen wir diese Bibliothek. Und was wir eigentlich auch immer brauchen, weil wir meistens dann Daten im JSON-Format zurückbekommen, dann holen wir uns auch gleich die JSON-Bibliothek mit rein. So, und diese beiden Bibliotheken machen es jetzt extrem einfach, die Daten abzufragen. Und zwar muss man nichts anderes machen, als jetzt hier aus der Bibliothek Requests, diesen Get-Befehl aufzurufen. Requests, ich vergesse immer das S, Requests, Get, und dann fragt er ja, von welcher URL möchtest du denn irgendwelche Daten haben? Ja, von der URL, die ich da oben unter URL gespeichert habe. Und das Einzige, was ich jetzt noch sage, und die Daten, die ich zurückbekomme, bitte als JSON-Objekt formatieren. Das bedeutet nämlich, dass wir dann ein schönes Python-Objekt zurückbekommen, nämlich ein Dictionary, das alle Daten in dieses JSON-Dings enthält. Und das können wir dann wunderbar durchsuchen. Beziehungsweise können direkt auf die Informationen zugreifen, die dort enthalten sind, über dann den entsprechenden Schlüsselwert, sprich den Key Value. So, und das, was wir zurückbekommen, das nenne ich jetzt mal Inzidenzen. Ist gleich das. Und das alles. Damit haben wir schon die ganzen Daten abgefragt. Wir gucken uns jetzt mal an, wie dieses Ding aussieht. Und dann kriegen wir hier sowas zurück. Geht hier los und da sieht man schon, das ist ein Dictionary mit irgendwelchen Key-Themen und da taucht schon wieder irgendwas auf, was wir erstmal nicht brauchen. So richtig interessant wird es ab dieser Position hier, ab diesem Key-Features. Wenn wir den Key-Features aufrufen, dann kriegen wir eine Liste zurück mit den Daten, die uns interessieren und die Daten in dieser Liste, da sind dann zwei Werte drin, nämlich zwei Dictionary schon wieder in dieser Liste. Nämlich einmal Flensburg und einmal die Region Hannover mit den entsprechenden Daten. Und ich kann dann über diese Schlüsselwerte darauf zugreifen. Das mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt einfach mal diese Liste durch und sage for incidence in Inzidenzen. Aber nicht alles, sondern nur das, was unter dem Keyword Features gespeichert ist. Die gehe ich jetzt einzeln durch. Und dann weiß ich, dass ich den Landkreis aus diesem Inzidenzwert bekomme, wenn ich auf Inzidenz mit dem Key Attributes und innerhalb von Attributes möchte ich in dem Fall dieses Gen abfragen, das ist nämlich die Bezeichnung des Landkreises. Und dann habe ich unter Landkreis die Bezeichnung des Landkreises abgespeichert. Und das kopiere ich mir gleich, weil ich jetzt als zweites den eigentlichen Inzidenzwert haben möchte. Und der hat eben dieselbe Zugriffslogik. Allerdings heißt das Ding jetzt hier Cases 7 per 100k.txt. Und das haben wir auch schon alles gesehen, als wir uns eben diese Inzidenzen angeschaut haben. Da sah man eben diese Werte auch schon. Und darüber kann man das dann entsprechend abfragen. Und das Ding, was wir dann zurückbekommen, das speichere ich in der Variablen ins. Und dann möchte ich mir eine Textnachricht aufbauen, die ich dann als WhatsApp verschicke. Und die nenne ich auch WhatsApp. Und diese WhatsApp ist am Anfang ein leerer String. Und dann wird dieser WhatsApp einfach das hinzugefügt, was ich jetzt hier schreibe, nämlich ein F-String, weil das Formatieren dann einfacher ist. Und dann sage ich, als erstes möchte ich den Inzidenzwert darstellen. Dann möchte ich einen Tabulatorsprung machen, damit das auch einigermaßen bündig
dann dargestellt wird und dann sage ich, der Inhalt der Variablen Landkreis soll ausgeplottet werden und daran schließt sich dann eine Zeilenschaltung, damit er in die nächste Zeile geht. Und dann gucken wir uns mal an, wie dieser Text dann aussieht, wenn wir unsere Schleife durchlaufen haben. Denn im Moment machen wir es für zwei Orte, die wir abgefragt haben, aber wir könnten jetzt ja auch 20 Orte dort abfragen. Und dann würde er hier 20 Mal durchlaufen und ihm diese Textnachricht aktualisieren. Ich starte das mal. Und Attributes wahrscheinlich nur mit einem T. Ach so, auch nicht schlecht. Ja, nee, Attributes wird mit Doppel-T geschrieben, aber ich darf nicht auf Inzidenzen zugreifen. Das ist ja eine Liste, sondern ich muss auf die Inzidenz zugreifen, die ich mir hier einzeln geholt habe. Und wenn wir das jetzt mal machen, dann kriegen wir hier schon mal hübsch den Wert und den Namen des Landkreises. Also 61,0 ist jetzt gerade der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner für Flensburg und 109,9. Okay, fein. Was wir auch haben möchten, ist der Datenstand. Also von was für ein Datum haben wir denn eigentlich diese Daten jetzt bekommen? Möchte ich immer so eine Überschrift am liebsten haben, wo dann der Stand drin steht. Und dann sagen wir hier, diese WhatsApp, die ist nicht am Anfang leer, sondern ich schreibe da gleich den aktuellen Stand rein, zu dem ich das Ganze abgefragt habe. Stand. Und dazu benutze ich eben auch wieder ein Feld. Das nennen wir jetzt mal Last Update. Und diese Variable enthält dann das Datum der letzten Datenaktualisierung. Und damit das eben als Überschrift eben auch erkennbar ist, machen wir danach zwei Zeilenschaltungen. Dann haben wir quasi eine Leerzeile und dann fangen eben die einzelnen Landkreise an mit ihren Werten. So, und dieses Last Update haben wir aber noch gar nicht. Das steckt aber auch hier in diesen Inzidenzen drin. Und dazu kopiere ich mir das Zeug hier mal. Schiebe das da nach oben. Nenne das Last Update. Und hole mir jetzt aus diesen Inzidenzen wieder. Und zwar dort aus den Features. Und das ist dann ja eine Liste und dieses Last Update existiert für jeden einzelnen Ort und für jeden einzelnen Wert, da die sowieso alle immer zum gleichen Zeitpunkt aktualisiert werden, nämlich immer nachts um 0 Uhr für das jeweilige Datum, hole ich mir einfach den ersten Listeneintrag daraus und dann sind wir wieder auf der Ebene, wo wir dann sagen über Attributes und dann schließlich den Schlüsselwert Last Update. Haben wir dann schließlich das Datum des letzten Updates und wenn man das mal ausführt, dann sehen wir hier, dass wir jetzt hier eine Überschrift haben, Stand 12.04. 0 Uhr und dann die Liste der jeweiligen Landkreise, die wir abgefragt haben. Okay, damit ist die ganze Datenabfrage erledigt und jetzt kommt die nächste Frage, okay, und wie sende ich das jetzt als WhatsApp? Und da habe ich auch mal ein bisschen geschaut, was kann man denn dort als Service nutzen, um irgendeine Bibliothek zu nutzen, die mir diese ganze Arbeit mit WhatsApp-Nachrichtenversand abnimmt. Und ich bin dann fündig geworden auf einer Webseite, die nennt sich Twilio.com. Wahrscheinlich gibt es auch ganz, ganz viele andere Services, die man nutzen kann, um sowas zu tun. Ich fand die aber ganz interessant, ist auch die erste, die mir irgendwie als Suchtreffer angezeigt wurde, habe die mal ausprobiert und fand, das ist ja einfach, also relativ einfach. Twilio ist eben eine Seite, mit der man einfach mal kostenlos das Ganze ausprobieren kann, wobei ich festgestellt habe, ich kann glaube ich 150 Tage jetzt jeden Tag die Inzidenzwerte oder glaube ich 300 Tage, ich weiß gar nicht. Also mit dem Test-Account, den ich da habe, kann ich jetzt ein ganzes Jahr die Inzidenzwerte abfragen. Und ehrlich gesagt, ich hoffe, dass ich das gar nicht mehr so lange machen muss, sondern dass das dann einfach irgendwann egal ist, weil es keinen mehr interessiert. Aber hier über Twilio muss ich einen Account anlegen, hier mit Sign-up. Das müsst ihr dann entsprechend machen. Habe ich natürlich schon gemacht. Und dann gehe ich hier mal mit Login rein.
und sage, meine E-Mail-Adresse ist gravitalweb.de. Next. Und dann werde ich aufgefordert. Oh, da kann ich wenigstens auch schon mal das Passwort. Das hat er sich gemerkt. Sehr schön. Das muss übrigens irgendwie 14 Zeichen lang sein. Fand ich ein bisschen hart, aber egal. Habe ich dann mal angelegt. Dann loggen wir uns nochmal ein. Und wenn ihr das gemacht habt, dann landet ihr auf so einer Seite. Und dann wird es ein bisschen knifflig, um das Thema WhatsApp auch tatsächlich zu bekommen. Man kriegt hier übrigens irgendwie so einen bestimmten Geldbetrag, der standardmäßig irgendwie als Geschenk, als Testaccount bereitgestellt wird. Und ich glaube, pro versandter WhatsApp bezahle ich, glaube ich, 0,05, nee, ich glaube 0,5 Cent, US-Dollar Cent. Also das heißt, das reicht irgendwie bei mir für 308 Tage, um das Ganze auszuprobieren. Und wie gesagt, bis dahin hoffe ich, dass das ganze Thema erledigt ist. Und wenn ihr hier seid, dann seht ihr hier schon eine sogenannte Account-SID. Das ist die entsprechende Zugriffsnummer, die ich brauche, um überhaupt mich zu autorisieren gegenüber diesem Twilio-Dienst, dass ich berechtigt bin. Und diese kopieren wir uns mal und kopieren die hier in unser Visual Studio Code rein. Und zwar auch wieder als globale Variable. So, dann werdet ihr sagen, der zeigt uns ja seine Account-SID. Ja, zeige ich. Denn mit der alleine könnt ihr nichts anfangen. Denn die zweite Information, die da noch wichtig ist, ist das sogenannte Authentifizierungstoken. Dieses Out-Token-Ding. Und das zeige ich euch eben nicht mehr. Das ist nämlich geheim. Und auch das kopieren wir uns hier mal rein. Out-Token. Und dann sage ich mal, das ist gleich. Denn wenn ihr diese beiden Informationen habt, dann könnt ihr über meinen Account WhatsApp-Nachrichten verschicken. Und das möchte ich jetzt noch nicht. Nicht, dass dann irgendwie morgen die komplette Bonuszahlung, die ich da bekommen habe, weg ist. Deswegen hier erstmal mal ausgeblendet. So, dann ist es wichtig bei einer WhatsApp, von welcher Telefonnummer aus wir denn versenden. Das ist unsere Absenderadresse. Und das nenne ich hier mal from. Und das hat einen bestimmten Syntax. Das ist nämlich WhatsApp. Doppelpunkt. Und jetzt kommt direkt ohne Leerzeichen mit plus irgendwas, kommt hier in den Telefonnummer rein. Und dann wird gefragt, wohin denn versandt werden soll. Das nenne ich mal to. Und das hat eigentlich denselben Syntax, deswegen kann ich mir das eigentlich mal kopieren. Und das nenne ich mal WhatsApp BBBBBB. Das ist nämlich meine Telefonnummer, auf die das Ganze versandt werden soll. So, Account SID und Authentifizierungstoken haben wir schon gesehen. Die finden wir hier auf diesen beiden Stellen. Authentisierungstoken kann man hier in die Zwischenablage kopieren und dann könnte man das entsprechend einblenden. Aber wie gesagt, ich zeige euch das hier nicht aus Sicherheitsgründen. Und jetzt ist aber die Frage, ich muss ja irgendwie von einer Telefonnummer aus versenden. Ich kann nicht meine eigene Telefonnummer nehmen. Wo kriege ich diese Telefonnummer her? Was ist der Account, über den ich versende? Und das ist ein bisschen knifflig rauszufinden. Und zwar müsst ihr hier, wenn ihr hier gelandet seid, müsst ihr hier auf ach so, genau. Nicht hier irgendwo raufgehen. Ich suche jetzt auch schon wieder, weil das fand ich echt ein bisschen unübersichtlich. Sondern ihr müsst hier auf Programmable Messaging klicken. Und wenn ihr darauf klickt, dann kriegt ihr hier ein neues Menü. Und da geht ihr auf Try it out. Und wenn ihr darauf geht, dann kriegt ihr hier oben so ein blaues Fenster, wo irgendwas mit WhatsApp steht. Und da sagt ihr ja. Und wenn ihr das gemacht habt, ich habe das natürlich schon mal gemacht, dann taucht hier auch auf Try WhatsApp. Und da klickt ihr rauf und dann kriegt ihr Folgendes angezeigt. Nämlich, ihr bekommt eine Testsandbox zur Verfügung gestellt. Und diese Testsandbox ist eine Telefonnummer. Und das ist hier die Telefonnummer meiner Testsandbox.
Und die muss verknüpft werden mit eurer Telefonnummer von eurem Handy. Und ich kopiere mir mal diese Nummer, denn die gehört dann eigentlich hierhin. From ist dann diese Nummer ohne Leerzeichen und auch ohne Leerzeichen am Ende. Und auch die kann ich euch zeigen, weil die, wie gesagt, direkt jetzt mit meinem Account verknüpft ist. Und wenn ihr den Token nicht habt, kommt ihr nicht weiter. Und außerdem ist die jetzt auch schon mit meinem Handy verknüpft. Das heißt also, ihr könnt die gar nicht mehr benutzen. So, und diese From-Nummer ist aber noch nicht aktiv. Sondern diese Nummer muss erstmal von euch aktiviert werden. Und zwar funktioniert das so, dass ihr von eurem Handy eine WhatsApp an diese Telefonnummer schickt. Und zwar der Text, den ihr schickt, steht hier. Der wandelt sich auch immer ab. Das ist mal dieser Text und dann mal ein anderer Text und so weiter und so fort. Und ich blende mal mein iPhone ein. Da seht ihr auch schon, dass ich das gemacht habe. Ich hoffe, man kann das einigermaßen lesen, was da so steht. Aber man sieht hier, dass ich über meinen WhatsApp-Account diesen Text hier an diese Nummer geschickt habe. Das ist genau diese Sandbox-Nummer. Und wenn man diesen Text dorthin schickt, dann kriegt man eine Antwort, dass jetzt die Sandbox aktiviert ist mit dem grünen Häkchen und dass man jetzt von dieser Nummer eben auch versenden kann. Und diese Nummer, die kopieren wir uns, habe ich jetzt gerade ja schon gemacht, unter dieser Variablen from und unter to kommt eure eigene Telefonnummer rein. Und dann blende ich jetzt mal die Kamera wieder aus. So, und wenn wir das alles schön hinterlegt haben, diese ganzen Daten, dann können wir jetzt auch eben diese WhatsApp verschicken. Und das Verschicken funktioniert erst einmal, indem wir jetzt diese Bibliothek benutzen, die für Twilio bereitsteht. Und dazu müsst ihr hier unten erst einmal diese Bibliothek installieren. Also pip install Twilio. Und ich habe das natürlich schon gemacht, deswegen taucht hier auf alles schon erledigt. Bei euch läuft dann der Installationsvorgang durch. Und wenn ihr das durchgeführt habt, dann könnt ihr hier oben sagen, dass ihr aus dieser Bibliothek twilio.rest den Client importiert. Und dieser Client wird benötigt, um den Kontakt überhaupt aufzunehmen zu Twilio. Und dann sagen wir Client. Und dieser Client braucht jetzt zwei wesentliche Informationen, nämlich einmal die Account SID und er braucht das Authentifizierungstoken. Und ohne die beiden läuft da gar nichts. Und das, was wir dann zurückbekommen, ist dann ein Python-Objekt. Und dann sagen wir hier Client gleich das, was zurückgeliefert wird, nachdem wir uns sauber angemeldet haben. Und der zweite Befehl ist dann schon das Verschicken der Nachricht, indem wir dann dieses Objekt benutzen und die Methode Message Create benutzen. Und die möchte wissen, was steht denn im WhatsApp-Textbody drin. Das ist das, was wir unter der Variablen WhatsApp gespeichert haben. Und dann möchte er wissen, von wo aus soll denn gesendet werden. Das ist from, Unterstrich, warum auch immer. Und dann kommt unsere Variable from. Und dann wird gefragt, wohin denn versandt werden soll. Dann sagen wir to. Unsere Variable to. Und dann greift er eben immer auf diese Informationen zu. So, und das würde jetzt auch schon fast funktionieren, wenn hier die richtigen Daten drin stehen würden. Mit diesen Daten funktioniert es natürlich nicht. Jetzt kann ich das natürlich hier alles reintippen. Das wäre aber ungünstig, weil ich das Ganze ja für euch auch wieder auf GitHub bereitstelle. Dann könnt ihr meine ganzen geheimen Informationen hier nachlesen. Deswegen macht man das eigentlich auch ein bisschen anders. Das heißt, diese vier Werte hier, die schneide ich jetzt mal hier aus. Nimm die raus und lager sie aus in eine neue Datei. Und diese neue Datei, die nenne ich jetzt mal, also erstmal neue Datei anlegen, dann kopiere ich das ganze Zeug hier rein und sage dann, diese Datei heißt,
nicht Account SID, sondern die heißt Teil 52 Twilio Credentials. Credentials ist meistens so die Datei, die dann diese geheimen Informationen enthält. Und sagt speichern, dann sagt er mir gleich, oh, eigentlich hätte ich gedacht, er sagt mir, die gibt es doch schon, aber die gibt es offensichtlich nicht. Prima. Und in dieser Datei müsst ihr dann eure wirklichen Werte eintippen. Und das mache ich jetzt auch mal, aber blende das natürlich für euch aus, damit ihr das nicht seht bei mir. So, nachdem ich die ausgelagert habe, importiere ich die genauso wie jede andere Bibliothek hier oben und sage einfach Import Teil 52 Twilio Credentials S Cred. Und dann kann ich natürlich nicht mehr auf diese Variablen zugreifen, from to, sondern die stecken jetzt ja alle in dieser Bibliothek cred drin. Und dann muss ich das einfach erweitern und sagen, hier cred.from und cred.to. Und dann würde ich auch sagen, hier cred account SID und cred Authentifizierungstoken. So, und wenn wir das alles gemacht haben, schön abgespeichert haben und dann ausführen, dann blende ich jetzt nochmal mein Handy ein. Ja, und wenn ich dann eben das Ganze ausführe, dann taucht hier genau diese neue WhatsApp auf mit den Inzidenzwerten. Ja, und das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, drückt Daumen hoch und abonnieren. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Ich glaube, dann geht es wieder weiter mit Schach, wenn es dann wieder heißt, den Beautiful Code in Python. Bis denn, ciao.